Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute haben wir ein 10x80 Plus Team of the Week Roulette. Das heißt, wir haben 10x dieses 80 Plus Team of the Week Pack auf meinem Account geöffnet, mit der Hoffnung natürlich was Gutes zu ziehen. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin da sogar mit sehr, sehr tiefer Messlatte reingegangen. Ich dachte so, hey, ich mache die 10 Dinger einfach. Im Endeffekt kostet eins ungefähr 15.000, wenn du alles mit Münzen machst. Ich hatte aber viele 81er, 82er, die ich sowieso andauernd abstoßen musste. Das heißt, die hatten gar keinen Wert für mich, sondern es war gut, dass ich die mal aufgeräumt habe, damit mein Verein da ein bisschen leerer ist. Dann musste ich immer 3 84er kaufen und das war es eigentlich. Das heißt, ich habe jetzt Pi mal Daumen 90.000 ausgegeben. Sagen wir maximal 100.000 habe ich insgesamt für diese 10 Dinger bezahlt. Deswegen bin ich da mit einer ziemlich tiefen Messlatte, wie gesagt, reingegangen, weil ein Inform kostet so oder so 10.000. 80 plus ist auch nicht schlecht für SBCs in Zukunft. Das heißt, im schlechtesten Fall habe ich einfach 10 Informs, die 80 plus haben, in meinem Verein für den niedrigsten Wert wie möglich, ne, für 10.000 ungefähr. Und wenn dann in Zukunft SBCs kommen, kann ich die gut benutzen. Und wenn was Gutes kommt, umso besser. Richtig geil dann, vielleicht auch ein bisschen High-Rated-Informs, vielleicht irgendwie geile Karte, Mané, Haaland, Neymar, Mbappé, sind ja alle zu ziehen, das bezieht sich ja nicht nur auf das aktuelle Team of the Week, deswegen habe ich sie auch gemacht, weil man diese ganzen Banger ziehen kann und dass man diesen Gamble kostenlos machen kann, also beziehungsweise mit Plus, Minus, Null machen kann, ist halt ein super Anreiz, deswegen, falls ihr die noch nicht gemacht habt, ich glaube, die laufen Donnerstagabend ab, dann kommen bestimmt auch nochmal neue, deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die dann bis Donnerstagabend auf jeden Fall noch zu machen, dass ihr diese 10 Dinger einfach ausprobiert, weil wie gesagt, wenn ihr was Geiles zieht, Jackpot, wenn ihr nichts Geiles zieht, habt ihr halt ein paar Informs im Verein. Und das Besondere an dem Video heute ist aber, dass wir diese 10 Dinger nicht einfach aufgemacht haben, sondern wir haben sie geöffnet, wussten nicht, wen wir gezogen haben, sind dann auf unseren Verein gegangen und haben dann die einzelnen Nationen und Ligen durchgeguckt und hatten halt jedes Mal diesen neuen Effekt, diesen Adrenalinkick beim jedes Mal suchen, ob da halt jetzt ein Spieler kommt oder nicht. War auf jeden Fall sehr geil, hat mir sehr viel Bock gemacht im Stream. Wir werden sowas natürlich bei Twitch sowieso weiterhin machen. Wenn ihr sowas weiterhin auch auf YouTube sehen wollt, dann könnt ihr sehr gerne schon mal ein Like da lassen, kostenlos. Gerne auch ein paar Kommentare für den Algorithmus. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um solche Videos denn in Zukunft nicht zu verpassen. Daily FIFA-Content hier, größtenteils Trading, aber eben auch solche Videos. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt, Freunde. Nichtsdestotrotz, mir hat es sehr Spaß gemacht, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, let's go. Weil wir haben jetzt ja die 10 Team of the Week Packs fertig und das heißt, wir gehen jetzt auf die Transferliste. Da waren wir eben schon ganz richtig. War ein Duplicate dabei, das heißt, den einen habe ich schon abgestoßen. Das heißt, wir haben sowieso nur 9 Spieler, die wir jetzt suchen und den einen habe ich einfach gechoked. Dementsprechend, 2 Spieler, die jetzt hier auftauchen werden, kennen wir. Einer fehlt, weil er abgestoßen wurde als Duplicate. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mit dem Roulette wie folgt vor. Dann würde ich sagen, fangen wir wie immer auch bei einem Icon-Roulette bei Spanien unten an und gehen einfach die Position durch. Wie gesagt, ich hatte vorher mein Highest-Rated-Inform war ein 80er Spanier. Das heißt, er wird jetzt, glaube ich, wahrscheinlich hier kommen. Aber sonst hatte ich nichts 80 plus Team of the Week im Verein. Und hier ist der erste. Roselu. Was ein Knecht, Digga. Das war ein Angreifer, kein Verteidiger. Aitor, der Spanier, den ich schon hatte. Und dann haben wir Roselu, Digga. Aber es ist okay, Jungs. Ich sage ehrlich, 83er Inform kann man immer gebrauchen. Spanien, La Liga kann man immer gebrauchen. Deswegen, ich gehe auch mit der Einstellung da rein. Scheiß drauf. So, dann gehen wir zum nächsten. Einen haben wir schon mal. Oh, wir haben Spanien-Torwart noch gar nicht gemacht. Wir haben Spanien. Zum Glück ist da nichts gekommen. Wichtig. Sehr, sehr wichtig sogar. Dann machen wir jetzt nächstes Italien-Torwart direkt mal. Okay, Stürmer. Okay, ist auch nichts. Ist auch nichts. Italien nix. Ja, Italien ist auch, glaube ich, nichts Cooles, außer vielleicht so Immobile vom Rating. Deutschland, Digga. Okay, Toni Kroos. Okay. Okay, Deutschland auch nicht. Ich weiß, Digga, das ist gerade voll weird für mich. So, bei Icon Roulette weiß ich, über welche Nation man sich freut. Hier bin ich mir gerade echt unsicher, welche Nation ich überhaupt haben will. Ah, England nicht. England ist immer scheiße, Bruder. Nichts gegen Engländer, aber in FIFA. Diese Nation ist verflucht, Bruder. Informs kacke, Icons kacke, Heroes kacke. Kacke, 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 Digga. Einfach kacke. Gut, der zweite war Wilson. Achso, ich habe jetzt gar nicht Torwart, glaube ich, gerade gemacht, ne? Da haben wir jetzt 2, Roselu und Wilson. Ein 83er, 82er. Ist sogar overall noch in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Oh, ich habe gerade so lange geguckt, Digga. Ich dachte so, oh, Digga, hier ist so viel gerade aufgeploppt, aber ist nix, ist nix. Ist auch nix, ist auch nix, ist auch nix, okay. Warum ploppt hier so viel auf? Und das ist der erste, den wir ja eben aus Versehen geleakt hatten. Und da ist direkt noch ein zweiter. Oh, Argentinien, Bruder. Auch wie bei den Icons, Digga, will man einfach nicht haben. 4 Informs haben wir jetzt gefunden. 2 bei Argentinien direkt. Und der nächste, und das ist der Duplicate, stimmt. Das heißt, wir haben jetzt den Duplicate. Der ist sogar in Ordnung, 84er, nehme ich absolut mit. Aber dann haben wir Tag der Fico 2-mal. Die beiden anderen Argentinier sind 4. Wilson, Roselu, wir haben 6 von 10, Jungs. Aber jetzt haben wir auch die Duplicates und den League schon weg. Jetzt haben wir 6 Stück und jetzt haben wir noch 4 komplett offen. Bin jeden Tag live, genau für sowas. Sehr viele Leute schauen. Der geht nicht. 80 plus, geht nicht. Was? Portugal ist es auch nicht. Niederlande, Frankreich, Brasilien. Da haben wir Nationen durch. Aber immer ein Rating wäre Delikt.
Ah, den hatte ich auch schon. Hatte ich auch schon. Sehr gut, Chat. Hatte ich schon. Hatte ich doch einen 85 Plus. Stimmt, den habe ich aus dem 85 Plus Team of the Week Pack letzte Woche gezogen. Ja, okay. Okay. Ist ein Walkout, I take that. Ist Nummer 7, ist ein 86er. Besser als hätte ich jetzt noch so ein Pimmel 81er oder so bekommen. Sag ich, ist okay. Ist bisher der Beste. 86er Dirk ist okay. 20k plus, nice. Nehme ich mit. Gut, Niederlande haben wir damit auch. Jetzt noch Frankreich und Brasilien. Wow, Digga, das wird jetzt ganz ekelhaft. Oh mein Gott. Der Wichtigste. Mbappé Dembélé. Aber immerhin kein Lacazette oder so. Ist auch okay. Torwart gibt's, glaube ich, nicht. Brasilien ist das Letzte. Zumba de Neymar, sonst nichts. Marquinhos. Ah, Zumba de Neymar wäre da gewesen. Ach Gott. Okay, Brasilien durch. Das heißt, wir haben 7 Stück von den Top 9 Nationen. Und wir haben jetzt noch 3 Stück, die nicht von den Top 9 Nationen kommen. Die aber hoffentlich dann wenigstens in den Top 5 Ligen unterwegs sind. Weil sonst wird's ganz eklig. Wir fangen an, Jungs. Ligue 1, komm. Ligue 1, Spezialposition, Verteidiger. Hatte ich schon, ja. Yes! Wichtig, wir haben immer noch 3 Infos übrig. Dann Serie A. Kein Chesney. Nein, Vlasic. Der falsche Kroate, Dicker. Müll. Das heißt noch 2. Den hatte ich auch schon vorher. Doch, hatte ich schon. Bin ich mir zu 99,99% sicher. Wir können ja zur Not checken, aber ich bin ja mal noch 2 offen. Noch 2 offen, Jungs. Dann La Liga. 2 Stück noch. Bitte lass mich La Liga überleben. Bitte. Sörloth, Rossolo hatten wir beide schon. Sörloth habe ich schon länger. Yes. Bundesliga und Premier League. Sonst nicht. Ich will einfach Haaland, Digga. Einfach Haaland. Okay. Delikt hatten wir schon. Okay. Okay, es ist Premier League oder halt eine Kackliga. Dann wäre sehr, sehr, sehr belastend. Weil da gibt es halt safe in den Kackligen keinen Inform, der irgendwas wert ist. Es müssen jetzt beide Premier League sein. Gut, Freunde. Premier League. Es ist kein Torwart. Komm, wir gehen die Position durch. RAV. Ah, nee, ich hatte ihn, glaube ich, in Rot. Ich glaube, das ist der Bruch, Jungs. Ich glaube, wir haben nur noch einen. Vielleicht 2, aber ich glaube eher nur noch einen. Scheiße. Nein. Oh, es ist der Bruch, Chat. Es ist der Bruch. Lass dich nicht brechen, Kenai. Ich bin der Meinung, den hatte ich auch. Also wenn ich jetzt Castagne und Trossard schon hatte. Ne, Castagne hatte ich noch nicht. Und Trossard tatsächlich sogar auch nicht. Das ist ein Bruch. Das sind sie. Deswegen ist gut, dass ich mit keiner Voreinstellung da reingegangen bin. Aber trotzdem hast du natürlich Bock und Hoffnung, dass du was Geiles ziehst. Aber ich sag dir ehrlich, 2 84er, 1 86er, 1 83er, Rest 82 und nur einen 81er ist sogar sehr gut, Digga, aus 80+. Die kann ich gut für SBCs benutzen, die Informs. 3 84er, 1 86er, das ist die Hälfte 84+ fast. Das ist gut sogar eigentlich. So, Freunde, und das ist gewesen mit dem Video für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt das Ganze enjoyed, hat ein bisschen Kribbeln in den Fingern. Wie gesagt, ich finde das immer geil bei so einem Roulette. So, ich habe es das erste Mal dieses Jahr gemacht. Ich finde es richtig geil. So diesen Nervenkitzel, den du wirklich von Anfang bis Ende hast, bis du halt den letzten Spieler gefunden hast sozusagen. Viel geiler als jedes Mal ein Pack zu öffnen. Dann gehen die Lampen an, du siehst schon Nationen und weißt schon, ne, wohin es vielleicht geht. Finde ich ein bisschen langweiliger. Roulette 1000-mal cooler. Werde ich in Zukunft weiterhin so im Stream auf jeden Fall öffnen. Und dann natürlich auch hoffentlich auf YouTube weiterhin solche Videos für euch bringen, je nachdem, wie ihr das Ganze fandet. Deswegen vergesst nicht, Feedback dazulassen. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.